Hi, ich bin Felix. Wenn ihr euch ein ULAP-Spike-System zusammenstellt, benötigt ihr einen passenden Trafo. Damit ihr den richtigen Trafo für eure Installation auswählt, zeige ich euch, auf was ihr achten müsst. Es stehen euch drei Trafos, auch Power Supplies genannt, zur Verfügung. Wir haben die Variante mit 15 Watt, 48 Watt oder 60 Watt. Bei ULAP, ULAP Eco, ULAP RGB und ULAP Eco RGB sind jeweils unterschiedlich viele LEDs verbaut. Sie brauchen entsprechend unterschiedlich viel Leistung. Darauf müsst ihr besonders achten. Diese Tabelle zeigt euch die maximalen Längen für die jeweiligen Stripes. Also mit beispielsweise dem 48 Watt Trafo könnt ihr maximal 20 Meter ULAP Stripes oder zum Beispiel 25 Meter ULAP Eco Stripes verlegen. Aber Achtung! Der erste Wert in Klammern unter der Gesamtlänge gibt die maximale Strecke an, die direkt mit dem Trafo angeschlossen werden kann. Für die volle Länge benötigt ihr zusätzlich eine Junction Box oder einen X-Connector, um die Leistung zu verteilen. Sie sehen so aus und werden jeweils zwischen Stripe und Trafo gesetzt. Ich habe das hier mal mit einem 48 Watt Trafo und ULAP Eco Stripes vorbereitet. Damit könnt ihr maximal 25 Meter verlegen. Hier ist der Trafo. Dann kommt die Junction Box oder auch ein X-Connector. Und von hier gehen dann zwei Stripes ab. Hier maximal 12,5 Meter und hier maximal 12,5 Meter. Ihr könnt das aufteilen, wie ihr wollt. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr pro Richtung in diesem Fall nicht mehr als 12,5 Meter und in Summe nicht über die 25 Meter kommt, die der Trafo zulässt. Und nun ein Tipp für die Spezialisten unter euch. Solltet ihr weitere Abzweigungen einplanen, zum Beispiel nach links oder rechts, dann wird die Gesamtlänge kürzer. Summiert hierfür einfach die Wattwerte der Stripes, um die Trafogröße zu ermitteln. Die Wattangabe steht jeweils auf der Verpackung. Wenn ihr die Stripes direkt hintereinander anschließen wollt, dann gilt dieser Wert für euch. Also, bei ULAP könnt ihr 10 Meter Stripes direkt hintereinander wegverlegen und bei ULAP Eco 12,5 Meter. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr außerdem ein Video, wo ihr seht, welcher Stripe für welche Anwendung der richtige ist. Schaut doch mal rein. Bis bald, euer Felix.